Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns weiterhin in Gratwald und zwar immer noch hier unten in der Nähe vom Wegschrein vom Südspitz. Da machen wir jetzt die Quest Narben heilen nie. So, hier ist die Questgeberin. Halt, Bürgerin. Auf Anweisung des Inneren Rats des Talmoors sind alle Kontakte mit Agonian im Grauen Morast bis auf Weiteres beschränkt. Agonia? Was geht hier vor sich? Alle Fragen und Beschwerden bezüglich der Anwesenheit der Agonia im Grauen Morast sollten an Offizieren Pavinel an der nördlichen Barrikade gerichtet werden. Oder sucht ihr nach Arbeit? Sie braucht Hilfe von außen, um diese Situation zu klären. Was meint ihr? Dazu kann ich nichts sagen. Offizierin Parvinel soll euch selbst verraten, was sie braucht. Bleibt wachsam, Bürgerin. Ich werde mit dir sprechen. Nun gut, in der Richtung. Wo sind die Agonia? Irgendwo sollte die Offizierin sein. Entschuldigung. Kann man das lesen? Nö. Zumindest noch nicht. Ah. Soldat, eure Wachsamkeit in Ehren. Aber die Agonia im grauen Morast sind Gäste. Bremst euren Eifer oder ich lasse euch die Barrikade schrubben. Wegtreten. Okay. Wenn ihr hier seid, um euch über die agonischen Flüchtlinge zu beschweren, dann kann ich nichts tun. Sie sollen hinter den Barrikaden bleiben, bis der Talmor ihren Status aufhebt. Ich habe gehört, ihr würdet nach Hilfe von außen suchen. Öffre sei gepriesen. Endlich jemand, der nicht nur die ganze Zeit von agonischen Spionen redet. Letztes Jahr ist dieser Stamm in Gratwald aufgetaucht. Sie kamen als Flüchtlinge. Doch weil wir nun alle Teil des Dominions sind, können meine Vorgesetzten sich nicht entscheiden, was mit ihnen geschehen soll. Können Sie das Dominion ausspionieren? Auf keinen Fall. Dieser ganze Stamm wurde von den Dunkelelfen versklavt. Sie haben noch mehr Grund, den Ebenherzpakt zu hassen, als ihr oder ich. Doch jemand in Eldenwurz hat beschlossen, ein Exempel zu statuieren. Und nun gibt es plötzlich Barrikaden. Daher brauche ich Hilfe von außen. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Hier ist eine Liste der Anführer des Stammes. Ich muss erfahren, warum sie sich weigern, mit uns zu sprechen. Wenn in meinem Bericht nicht ausdrücklich steht, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, werden meine Vorgesetzten das als Vorwand nutzen, um sie ins Exil zu schicken. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Soldaten und Barrikaden sind nicht gerade ein Willkommensgruß. Aber wenn die Agonia nicht mit uns sprechen wollen, werden sie nicht mehr lange in Gratwald bleiben. Was könnt ihr mir über die Anführer des Stammes sagen? Hutatei ist eine Art spirituelles Oberhaupt. Sie gehört zur freundlichen Sorte. Slim Ja verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Fischen. Und ihre Augen sind so kalt und tot wie die ihres Fangs. Und was keine Finger angeht? Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber der Stamm respektiert ihn. Keine Finger. Okay. Ist der Talmor normalerweise verantwortlich für die Soldaten? Nein, als Justiziar weist mich der innere Rat des Talmor an, dafür zu sorgen, dass das Gesetz des Dominions eingehalten wird. Sie haben mir noch nie die Verantwortung über Soldaten gegeben. Ohne ein Feldlager voller Soldaten an meiner Seite hätten die Agonia mir vielleicht vertraut. Aber in Eldenwurz sehen sie es etwas anders. Nun gut, dann können wir mit dir auch hin. Trotz meiner unzähligen Talente muss ich in dieser hinterweltlerischen Marsch eine Vorratskette aufrechterhalten. Wir haben zusätzliche Lager. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort gerne umschauen. Ist okay, Charlidor, aber warum seht ihr heute so seltsam aus? Ach so, das ist ein Händler. Ach so. Okay, ich dachte, der kann jetzt noch irgendwas dazu beitragen. Aber gut, jetzt hat er mich mal eben geheilt, beziehungsweise hat was repariert. Mit ihm, ihr, glaube ich, können wir sprechen. Willkommen. Was bringt euch in den grauen Morast? Oha, die Stimme. Ich bin auf der Durchreise. Dann seid ihr eine wandernde Seele, so wie unser Stamm lange Zeit kein Zuhause kannte. Ohne die Großzügigkeit der Waldelfen würden wir Tamriel noch immer auf der Suche nach einer neuen Heimat durchstreifen. Sobald das Dominion erst einmal versteht, wie tief unsere Dankbarkeit ist, werden die Barrikaden gewiss entfernt werden. Ja, nee.
Nebenbei, die Stimme ist von der von der Kriegergilde. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Die dann bei uns im Let's Play zumindest auch bleiben durfte. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Bitte, fragt mich ruhig, was ihr wollt. Was haltet ihr vom Dominion? Die Hauptstadt des Dominions ist die Waldelfenstadt Eldenwurz. Der Großteil seiner Armeen sind Waldelfensoldaten. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Dominion und unseren Gönnern von den Waldelfen. Was ist mit den Barrikaden um euer Dorf? Die Stammesführer werden sich bald treffen, um diese Angelegenheit zu besprechen. Manche fürchten, dass das Dominion vorhat, uns zu versklaven, wie es einst die Dunkelelfen taten. Ich hoffe, dass ich dieses absurde Gerücht aus der Welt schaffen kann. Ihr könnt dem Treffen gerne beiwohnen, Wanderin. Wir haben nichts zu verbergen. Wie ist euer Stamm hier in Gradwald gelandet? Wir waren seit Generationen Sklaven der Dunkelelfen. Als der Ebenherzpakt gebildet wurde, weigerten wir uns, an der Seite unserer ehemaligen Sklavenhalter zu kämpfen. Sie nannten uns Verräter und verbannten uns aus unseren Landen. Wir streiften jahrelang durch Tamriel und ließen uns erst nieder, als wir Gradwald erreichten. Ja, ich meine, immerhin haben sie noch ihr Leben. Ich denke mal, andere hätten sie dann vielleicht umgebracht, wenn sie Meuterei begannen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Warum habt ihr euch hier angesiedelt? Wir baten die Waldelfen hier, uns eine Zeit lang Unterschlupf zu gewähren. Stattdessen gaben sie uns gleich den grauen Morast. Das Einzige, was sie im Gegenzug dafür wollten, war, dass wir das Land bestellen und etwas von unserem Fisch zurücklegen. Dafür müssen wir auf ewig dankbar sein. Was ist eure Rolle innerhalb dieses Stamms? In Schwarzmarsch war ich eine Baumhirtin, kümmerte mich um die Hist, die großen Bäume unseres Volkes. Hier werde ich eine Geschichtenweberin werden, um mit den Bäumen von Gradwald zu sprechen. Ich werde mein Volk zu Ifre führen, dem Waldgott der Waldelfen. Warum wollt ihr eine Geschichtenweberin werden? Wir dachten immer, ohne die Hist könne es keine Schlüpflinge geben. Doch mit Ifres Geleit werde ich einen Weg finden. Stellt euch das einmal vor. Argonia, die in Gradwald geboren und von Beginn an mit unserer neuen Lebensweise vertraut sind. Stolze Bürger des Dominions, das Königin Eiren zu errichten hofft. Ja, ist doch ein schöner Gedanke. Wir müssen hier entlang. Moment. Ach so, ich dachte gerade, da war Erz. Natürlich war es kein Erz. Na, ich bin nicht ganz richtig. Ah, hier. Hier bin ich richtig. Hallöchen. Hinfort, Außenseiterin. Ihr seid hier nicht willkommen. Kann ich euch einige Fragen stellen? Ich spreche nur mit Kriegern, nicht mit faulen Eiern. Nee, wir müssen nicht gegen sie kämpfen. Vergebt mir, ich wollte jemanden von eurer Stellung nicht beleidigen. Eure Worte sind in Honig getränkt. Wie weit steckt ihr eure Zunge in den Bienenstock? Nun gut, stellt eure Fragen. Das war jetzt irgendwie eine eklige Vorstellung. Was ist eure Rolle innerhalb dieses Stamms? Ich jage und fische. Ich bin besser darin als die anderen. Und sie respektieren meine Stärke. Dieser Stamm hat vergessen, wie man überlebt. Ihr wollt wissen, welche Rolle ich habe? Ich erinnere sie daran, was wir zurückgelassen haben. Was meint ihr? Ganz gleich, wie weit dieser Stamm auch in die Welt hinausziehen mag. Er wird trotzdem immer jedem Elfen die Stiefel lecken. Dunkelelfen, Hochelfen, sogar bei einem Nord mit spitzen Ohren wären sie dazu bereit. Doch manche von uns haben gegen unsere Sklavenhalter gekämpft. Und wenn sie das vergessen, dann erinnere ich sie daran. Haltet ihr das Dominion für Sklavenhalter? Mit Dominion meint ihr wohl Königin Eiren. Sie ist wie eine Matrone der Dunkelelfen, aber ihre Knute ist eine Armee aus Talmor-Lakaien. Die Waldelfen und die Khajiit sind die schlimmste Art von Sklaven. Sie pflastern ihr die Straße zum Sieg mit ihrem eigenen Blut und danken ihr noch für diese Ehre. Ihr habt also für das Dominion nichts übrig? Das waren genug Fragen.
Uta Tay hat ein Treffen einberufen, um über die Barrikaden zu sprechen. Wenn ihr so versessen darauf seid, meine Gedanken zu erfahren, dann solltet ihr daran teilnehmen. Ja, ehrlich gesagt finde ich das gerade so interessant, dass ich es auch gerne machen würde. Und ich gehe davon aus und hoffe natürlich, dass wir es dürfen. Nachricht von Slim Jar. Wäschdrücken. Ich möchte, dass ihr heute Nacht die Aktivitäten des Dominions im östlichen Bereich des Dorfs im Auge behaltet. Ta-E wird euch Rückendeckung geben, während Nezaran den Westen beobachtet. Wir müssen über ihre Bewegungen, ihre Zeitpläne und alle anderen Informationen, die ihr beschaffen könnt, Bescheid wissen. Wenn wir das schaffen wollen, brauchen wir Präzision. Jeder Fehler könnte mehr als nur unser aller Tod bedeuten. Das dürfen wir nicht zulassen. Slim Jar. Okay. Wobei ich mich immer noch frage, ob Wäschdrücken vielleicht ein Pfleger hier im Dorf ist oder sowas. Der Name ist gut. Okay. Slim Jar und Tai. Oh, Moment. Ach, gucke mal. Jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen, weil ich gerade was Besseres hier gefunden habe. Stand das eben auch schon da? Ich weiß es nicht. Slim Jar. Das ist sie. Aha, okay. Das wollte ich nämlich jetzt wissen. Also die ist hier schon so ein bisschen für Unruhe am Sorgen quasi. Wer ist denn der Nächste, mit dem ich hier reden darf? Oder auch nicht reden darf. Hallöchen, keine Finger? Dieser Agonia passt auf die Beschreibung von Keine Finger, einem Anführer des Stammes. Er scheint zu schlafen. Hallo? Entschuldigung, seid ihr kleine Finger? Der Agonia antwortet nicht. Er scheint tief und fest zu schlafen. Den keine Finger mit den Fuß anstupsen? Nichts passiert. Er scheint wirklich einen ungemein festen Schlaf zu haben. Einen anderen Weg finden, um kleine Finger zu wecken. Ja. Machen wir. Was ist das? Mittel gegen Donnerkäfer. Keine Finger. Mir gehört die Kletterwurz-Quavamine westlich von Eldenwurz. Vielleicht habt ihr ja schon von ihr gehört. In letzter Zeit habe ich ein kleines Problem mit Donnerkäfern, die sich in die Mine buddeln und meine Quama verschrecken. Wie ich hörte, habt ihr Erfahrung im Umgang mit Tieren und ich hatte gehofft, dass ihr vielleicht ein Mittel habt, mit dem ich sie fernhalten könnte, ohne dabei den Quama zu beeinträchtigen. Mir ist klar, dass eine sehr spezifische Anfrage ist, aber ich würde euch stattlich entlohnen, wenn ihr mir helft. Nimriel. Ich habe die Kletterwurzmine entdeckt. Hä? Okay. Das ist aber neu, meine ich, dass man sich so Blätter durchlesen kann und dabei quasi was entdeckt. Weg, kleine. Ah, da hinten ist ein. Da ist noch ein Buch. Da sind noch ganz viele Sachen hier. Also, das Buch könnt ihr gerne selber durchlesen. Na, das ist eins der Magierbücher. Das brauche ich jetzt nicht durchzulesen. Hat nichts hiermit zu tun. Nachricht von Keine Finger. Liebe Uta Tay, danke vielmals für die Kräuter. Kommt, wenn gerufen, geht es schon viel besser. Kommt, wenn gerufen. Achso, das ist der Name, ne? Geht es schon viel besser. Sein Fieber ist weg und er ist wieder so lebhaft wie immer. Es vergeht kein Tag, ohne dass ich daran denke, wie sich unser Leben verändert hat, seit wir hierher gezogen sind. Ich weiß, dass ich einst euer Beschützer war, aber ich hoffe, dass ihr eines Tages mehr als das in mir sehen könnt. Wie gerne würde ich einmal mit euch im Wald spazieren gehen. Ihr könnt mich jederzeit aufsuchen, wenn euch das auch gefallen würde. Keine Finger. Da ist einer so ein bisschen verliebt hier, ne? Lange Form. Was haben die alle für Namen hier? Jetzt mal ganz ehrlich. Tagebuch eines agonischen Flüchtlings. Lesen wir mal durch, weil es passt jetzt halt zur Quest. Wir haben Schwarzmarsch im Schutz der Nacht verlassen, damit die Soldaten des Pakts nicht wissen, in welche Richtung wir unterwegs sind. Niemand zwingt uns zu bleiben, aber wir wissen nicht, wie sie reagieren würden, wenn wir ihnen sagen, dass wir gehen. Wir möchten keine Bande mit einer der Kriegsparteien knüpfen. Wir wollen nur die Möglichkeit, in Frieden zu leben. So weit wie weg wie möglich von den dunmerischen Sklavenhaltern. Ich hatte noch keine Gelegenheit zu schreiben. Wir sind jetzt schon so lange ununterbrochen unterwegs.
Es fühlt sich an, als wären es Monate gewesen, aber ich weiß, dass es nur ein paar Wochen waren. Wir haben versucht, ein Dorf am Rand von Cyrodiil zu gründen, aber wir wurden von einer Gruppe kaiserlicher Kundschafter verjagt. Offenbar bahnte sich dort gerade eine große Schlacht an. Meine Füße sind wund, aber wir müssen weitergehen, wenn wir ein neues Zuhause finden wollen. Wir haben Walenwald erreicht, die Gegend nennt sich Gratwald. Die Waldelfen hier scheinen freundlich zu sein. Wir haben gehört, dass es im Norden Ärger gab, aber wir konnten nichts davon erkennen. Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich passiert. Die Waldelfen haben uns ein Stück Land geschenkt und als Gegenleistung werden wir einige der von uns gefangenen Fische übergeben. Endlich haben wir ein Zuhause, wo wir unser Leben in Frieden verbringen können. Kind des Waldes hat in letzter Zeit Interesse an mir gezeigt. Aha. Und ich muss sagen, dass ich das sehr begrüße. Während unserer Reise hatte ich keine Zeit, über Liebe, Romantik oder die Zukunft nachzudenken. Aber jetzt, da wir ein neues Zuhause haben, möchte ich mehr als nur meine Schlafmatte und ein Dach über den Kopf haben. Ich möchte jemanden, mit dem ich alles teilen kann. Ich habe Gerüchte von einer großen Schlacht im Norden gehört. Die Waldelfen haben sich gegenseitig bekämpft, aber jetzt nicht mehr. Die Hochelfen sind in großen Schiffen angelandet und haben den Kampf ein Ende gesetzt. Jetzt treffen sie sich in Eldenwurz. All das hat nichts vom Leben im grauen Morast geändert. Soldaten von diesen neuen Dominien kamen vor kurzem hier an. Wir dachten, sie seien nur auf der Durchreise, aber es sieht aus, als würden sie ihr Lager vor unserem Dorf ausschlagen. Sie rücken mit nichts raus, wenn sie jemand fragt, was sie vorhaben. Sagen sie nur, dass uns das nichts angeht. Aber sie lassen uns in Ruhe, also fischen wir weiter. Die Soldaten haben heute Vormittag Tore und hohe Mauern um unser Dorf errichtet. Das kommt mir alles vor wie damals in Schwarzmarsch. Wir weigerten uns, dem Ebenherzpakt beizutreten, weil wir dann Tür an Tür mit den dumerischen Sklavenhaltern leben müssten, die uns so viele Jahre unseres Lebens gestohlen haben. Und jetzt, als wir dachten, endlich ein neues Zuhause unter den Waldelfen gefunden zu haben, sind wir in den Augen der Hochwohlgeborenen mehr unwürdig. Ich hatte geglaubt, dass Lin Jia sich täuscht und überreagieren würde. Sie sagte, die Ankunft des Dominions wäre unser Ende. Aber langsam glaube ich, dass sie recht hat. Guten Morgen. Ich habe von gefleckten Fischen geträumt. Jetzt bin ich hungrig und nass. Erklärt euch. Entschuldigung, ich muss euch ein paar Fragen stellen. Trotz allem, was ihr womöglich gehört habt, ist ein Eimer voll Wasser ins Gesicht keine traditionelle Begrüßung unter Argoniern. Aber ich nehme es mit den üblichen Gepflogenheiten nicht so genau. Was habt ihr auf dem Herzen? Das ist gut. Ich dachte nur Schuppen und Wasser, ne? Nein, aber irgendwie musste man ihn ja aufwecken. Was haltet ihr vom Dominion? Solange ich meine Guar züchten und im Schatten schlafen kann, schert es mich nicht, wer über dieses Land herrscht. Wir wollen in Frieden und Freiheit leben. Wenn das Dominion uns dabei unterstützt, dann unterstütze ich das Dominion. Und wenn es euch nicht unterstützt? Dann suche ich mir einen anderen Ort, um im Schatten zu schlafen. Einige der Rauhäute in diesem Dorf sehen es vielleicht ein wenig anders. Ihnen würde ich keinen Eimer Wasser ins Gesicht schütten. Da könnte man glatt einen Finger verlieren. Warum heißt er eigentlich keine Finger, wenn der doch anscheinend, also den hier sehe ich nicht, aber wenn er doch anscheinend alle Finger noch hat? Ich werde das im Hinterkopf behalten. Das Treffen. Ich hätte es fast verschlafen. Uta T. wollte über das Gemaule wegen der Barrikaden sprechen. Ihr solltet mitkommen und euch anschauen, wie wir uns selbst regieren. Warum werdet ihr keine Finger genannt? Ja, genau meine Frage! Ich bin von einem Ende Tamriels zum anderen gezogen. Und immer hatte ich mit wilden Tieren zu tun. In all dieser Zeit habe ich nie einen Finger verloren. Aber in dem Augenblick, in dem ich mich hat noch alle Finger nenne, wird mir ein Guar sicher den Arm abreißen.
klingt auf eine sehr skurrile Art und Weise irgendwie logisch. Was ist eure Rolle innerhalb dieses Stamms? Als mein Stamm Schwarzmarsch verließ, nahmen wir Tiere aus unserer Heimat mit. Niemand wollte diese Aufgabe, also habe ich sie übernommen. Mir sind Tiere lieber als Leute. Viel pragmatischer, weniger kompliziert. Und man weiß immer, wenn eines von ihnen vorhat, dich zu fressen. Und warum macht euch das zu einem der Anführer des Stamms? Tut es eigentlich gar nicht. Aber wenn man dafür verantwortlich ist, die Wamasu ruhig zu halten, dann legt sich keiner mit einem an. Ha! Hab ich euch erwischt. Der Stamm sieht mich als jemanden, der ungeachtet jeglicher Gefahr nie die Ruhe verliert. Und damit geht Respekt einher. So einfach ist das. Das würde aber dann doch eigentlich gleichsetzen, dass man keinen Respekt vor dieser einen Trulla da hat, die so dagegen ist. Moment, das Treffen, das ist nicht hier, ne? Das ist jetzt doch hier. Oh, Leute, könnt ihr euch mal entscheiden? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben das Genörgel gehört. Wenn das hier unser Zuhause sein soll, darf der Widerstand gegen das Dominion kein Thema mehr sein. Schwanzlüpfende Närrin. Ignorieren wir etwa das Sklavenquartier, das sie um uns herum erbauen? Dieser Waldelfengott, dem ihr folgt, vernebelt euch den Geist. Ifri kann uns Schlüpflinge schenken, Slimja. Frieden mit dem Dominion ist unsere einzige Überlebenschance. Während ihr zu den Bäumen flüstert, misst das Dominion schon eure Handgelenke ab für die Fesseln. Ich kann das nicht zulassen. Slimja, was redet ihr da? Uta Tay, ihr bringt unsere Leute von den Hist ab. Ich bestrafe euch für eure Ketzerei. Ich habe, was ihr braucht. Slimja, nein! Für Sitis! Ich bin erschöpft. Ich wusste von der Wut von Slimja. Aber Uta Tay umzubringen, Wahnsinn! Warum würde Slimja so etwas tun? Habt ihr sie nicht gehört? Sie ist mit den Schuppen voran von den Klippen des Wahnsinns gesprungen. Der Zorn brennt ein Loch in ihren Verstand. Uta Tay zu töten muss Teil eines größeren Plans sein. Was meint ihr? Slimja war einst eine Schattenschuppe, eine heilige Assassine, die man in ganz Schwarzmarsch fürchtete. Uta Tay so zu bestrafen, wie sie es getan hat, war ein Zeichen. Ihre Jäger werden schon auf der Lauer liegen, auf alles vorbereitet. Sie werden bis zum Tod kämpfen. Also müssen wir ihnen diesen Gefallen tun. Ihr wollt meine Hilfe beim Töten der Jäger von Slimja? Wenn ein Soldat des Dominions durch die Hände dieser Narren stirbt, wird mein ganzer Stamm dafür büßen. Also ja, wir müssen sie töten, wenn es euch nicht zu viele Umstände macht. Aber habt keine Angst. Kommt, wenn gerufen, kann euch helfen, sie aufzuspüren. Wer ist, kommt, wenn gerufen? Der winzige Gua, der an eurem Knöchel herumschnüffelt. Ach so. Keine Sorge. Das heißt nur, dass er euch mag. Durchsucht die Strandlager nach den Jägern von Slimja. Ich werde ein paar vertrauenswürdige Freunde um mich scharen und die Waldlager übernehmen. Wir treffen uns in der alten Meereshöhle westlich vom grauen Morast. Nun gut, wir sehen uns dort. Wir sollten uns beeilen. Wenn die Jäger von Slimja die Soldaten des Dominions angreifen, ist mein Stamm dem Untergang geweiht. Wie kann Kommt, wenn gerufen, mir helfen, die Jäger von Slimja aufzuspüren? Ich habe den Kleinen abgerichtet, um mit den Jägern zusammenzuarbeiten. Er ist mit ihrem Geruch bestens vertraut. Wenn sie in der Nähe sind, wird er euch mit großer Freude zu ihnen führen. Die Jäger? Sie werden sich nicht ganz so darüber freuen. Ja, es würde mich ja mal interessieren, ob das bewusst so war. Oder ob das jetzt zufällig war, dass er die abgerichtet hat. Gut, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir sollten mal lieber... Ja. Hallöchen.
Hallo? Na, wo führst du uns hin? Direkt bei dem Fisch mitnehmen. Boah, bis du uns erstmal hingeführt hast. Moment, ich hole mal eben den schweren Sack. Ich habe Marlin einen solchen Sack gefasst und ein lebende Frösche gefunden. Es war ein schräger Tag. So, such den Bruchpunkt ab. Der ist wohl hier am Strand entlang, wenn ich das richtig sehe. Ja, so. Na, wo sind sie denn? Na, da ist er. Hallöchen. So, such die Hinterküste ab. Das ist in der Richtung. Kommen wir leider nicht komplett hin. Weil ich brauche Platinflöz. Da hinten in der Ecke, glaube ich, oder? Ja. Oh, es tut mir leid, aber da muss ich mal kurz ran. Na? Na, wo sind denn deine Freunde? Toll, wenn man mit denen spielen kann. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Zur Vorderküste. Okay, das ist direkt da. Ihr könnt Mutter Blitz nicht aufhalten. Heil sieht es. So. Die waren beide rot. Deswegen tut es mir auch nicht leid. Moment, Moment, Moment. Er zeigt es nicht an. Soll ich mich jetzt... Ich soll mich aber oben mit dem treffen, oder? Nicht hier unten. Oder soll ich mich hier unten mit dem treffen? Ach doch, hier unten. Na? Ihr atmet noch. Gut. Atmen ist gut. Slimja ist tiefer in der Meereshöhle. Sie versucht, Mutter Blitz unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn ihr das gelingt, haben die Soldaten des Dominions keine Chance mehr. Mutter Blitz, war das nicht mein alter Name? Was ist Mutter Blitz? Die Riesenechsen mit den Blitzen in den Zähnen sind Vamasu. Mutter Blitz hat ihre Eier gelegt und sie bis zum Schlüpfen behütet. Alles an ihr ist doppelt so groß wie bei den anderen. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber ihr werdet sie zur Strecke bringen müssen, wenn ihr Slimja tötet. Warum wollt ihr, dass ich das tue? Ich war einst eine Schattenschuppe, genau wie Slimja. Wenn ich sie ohne einen Mordauftrag töten würde, wäre das schiere Ketzerei. Mein ganzes bisheriges Leben habe ich nicht den Zorn der Mutter der Nacht erregt und ich habe nicht vor, jetzt noch damit anzufangen. Meine Freundin Eifrige Zähne unterliegt jedoch nicht solchen Einschränkungen. Ist Eifrige Zähne ein Gua? Ja, sie kaut gerade auf dem Rückgrat dieses Jägers dort herum. Sie gehört zur kratzbürstigen Sorte. Ich werde ins Dorf zurückkehren und die Vamasu vertreiben. Wenn sie spüren, dass Mutter Blitz in Gefahr ist, könnten sie vor lauter Panik im grauen Morast alles niedertrampeln. In Ordnung, ich kümmere mich um Slimja und Mutter Blitz. Viel Glück, meine Freundin. Aber mit Eifrige Zähne an eurer Seite solltet ihr nicht allzu viele Probleme haben. Warum auch immer man das fragen muss, was ist eine Schattenschuppe? Argonia, die unter dem Zeichen des Schattens geboren wurden, sind etwas Besonderes. Manche werden schon gleich nach ihrer Geburt geholt und zu Assassinen ausgebildet. Wir folgen dem Gott Sithis und durch seine Göttergemahlin erhalten wir unsere heiligen Mordaufträge. Ich sollte nicht wir sagen, dieses Leben liegt lange hinter mir. Warum seid ihr gegangen?
Slimja und ich kamen als Befreier zu diesem Stamm. Doch für jeden Argonier, den wir befreiten, wurden 10 von den Dunkelelfen gefoltert. Ich weigerte mich, meinem Volk noch mehr Schmerzen zu bereiten. Als der Stamm ins Exil geschickt wurde, blieb ich als Beschützer bei ihm. Doch ich war zu langsam, um Utate zu beschützen. Na dann komm. Weiß zu, keine Ahnung, wie er jetzt hieß. Irgendwas mit Zähnen oder so, ne? Ich hab's vergessen. So wie ich es immer vergesse. Da hinten, das ist zu, da kommen wir nicht rum. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr könnt jetzt alle mitkommen, dann erledige ich euch alle auf einem Fleck. Das wäre für euch natürlich einfacher. Für mich auch. Oh, ich finde es immer so wunderbar, wie schnell man laufen kann. So, Mutter Blitz. Dich müssen wir leider töten. So, was mit euch? Will keiner mehr. Na gut. Haben wir hier noch irgendwas zu lesen? Auch nicht. Dann müssen wir wieder raus. Hm, ja, ich wusste es. Da ist eine Tür. Dann komm. So, irgendwo da. Das. Er ist nicht mehr hier. Ja, er hat ja gesagt, er geht zurück ins Dorf, ne? Ja! Hallöchen. Und wir haben hier noch was zu lesen. Die Mutter der Nacht sieht alles. Obgleich ihr nicht unter dem Zeichen des Schattens geboren wurdet. Bedeutet das... Ach so. Waren das keine Argonier oder warum nicht? Bedeutet das nicht, dass Sitis oder die Mutter der Nacht euer Flehen überhören? Betet zu ihnen und ihr werdet Macht erhalten. Tötet in ihren Namen und sie werden euch respektieren. Steht ein für das Erbe unseres Volkes. Lasst euch nicht von Utate und ihren Anhängern verleiten. Das Ausüben der waldelfischen Religion ist Ketzerei. Sie erkennt nicht, dass wir erneut als Sklaven enden, wenn wir nicht handeln. Ihr wurdet nicht grundlos als einer meiner Jäger auserkoren. Wir werden gemeinsam kämpfen, wir werden gemeinsam sterben. Slimja. Ne, das sind doch nur Argonier gewesen. Komme ich hier auch durch? Oder war das der Weg? Ne, das war hier der Weg. Aber es sind halt solche, die nicht im Schatten geboren worden sind. Ne, da war nur Licht. Ihr seid zurück. Also habt ihr Slimja aufgehalten. Oh nein. Eifrige Zähne hat nicht überlebt, oder? Sie hat die Schlacht nicht überlebt. Ich verstehe. Wir werden dich vermissen, Eifrige Zähne. Aber jetzt ist nicht die rechte Zeit, um zu trauern. Offizierin Pavinel verliert langsam die Geduld mit unserem Stamm. Vielleicht würde sie uns in Ruhe lassen, wenn ihr die Wogen etwas glätten könntet. Warum wollt ihr, dass ich für euren Stamm spreche? Keiner von den anderen will mit ihr sprechen. Sie fürchten, sie könnte etwas über die Kämpfe herausfinden. Deshalb bewahren sie lieber Stillschweigen und hoffen, dass ich alles in Ordnung bringe. Aber ich bin ein schrecklich schlechter Lügner. Ich könnte das Fehlen von Utate und von Slimja niemals glaubhaft verschleiern. Ihr wollt, dass ich darüber lüge, was hier geschehen ist? Ich will nicht, dass der Stamm aus seiner Heimat vertrieben wird. Diese Leute, meine Leute, sie haben im grauen Morast neue Hoffnung geschöpft. Ich will nicht, dass sie ihnen wegen der törichten Taten von Slimja wieder entrissen wird. Was werdet ihr denn erzählen, wenn ich fragen darf?
Ehrlich gesagt, ich hätte ihr die Wahrheit erzählt. Ich werde tun, was ich für richtig halte. Das solltet ihr auch. Ich hoffe nur, dass das, was ihr für richtig haltet, auch das Beste für meinen Stamm ist. Ach, jetzt beruhigt euch erst einmal. Ich habe ja noch nichts entschieden. Das war es dann. Das Dominion beabsichtigt, uns aus Gradwald zu vertreiben. Das hat sie doch gar nicht gesagt. Meine Späher haben von Kampfgeräuschen an den Stränden berichtet. Damit bin ich in Zugzwang. Wenn ich das nicht sofort erklären kann, werden meine Vorgesetzten davon hören und das Schlimmste annehmen. Ihr müsst mir sagen, was im grauen Morast vor sich geht. Einige der Argonier hatten vor, eure Soldaten anzugreifen. Ich meine, ja, das ist richtig. Wahrscheinlich haben eure Späher das gehört. Die Frage ist natürlich, was würde sie tun, wenn ich die Wahrheit sage? Das ist jetzt gemein. Ich will sie nicht anlügen. Andererseits weiß ich auch nicht, was... Also die erste Antwort ist ja immer die, die man automatisch anklickt, wenn man es nur durchklickt. Die Frage ist, würden die dann vertrieben werden? Oder kann ich das noch so drehen, wie ich es gerne hätte? Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ich will denen natürlich helfen. Und eigentlich hat er mir ja auch schon gesagt, so nach dem Motto, du musst die anlügen, weil das für meinen Stamm das Beste ist. Die Frage ist nur, ist es wirklich das Beste? Weil ich sag mal, ich hoffe immer noch darauf, dass wenn ich ihr die Wahrheit sage, sie das versteht, weil ich sage so nach dem Motto, wir haben uns darum gekümmert. Das ist echt scheiße. Ich möchte diesem Stamm gerne helfen, auch wenn das natürlich alles nur digital ist. Ich möchte sie aber auch nicht anlügen, das ist halt das Problem. Da das Erste, das ist, was die haben wollen, weil sonst wäre es ja nicht an erster Stelle, weil ne, Teso weiß ja, dass man einfach mit E weiterklickt, wenn man das schon gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich vorher gemacht habe. Ich werde sie mal anlügen. Ich werde sie mal anlügen, in der Hoffnung, dass sie dann hier bleiben können. Ich sehe hier derzeit keine Jäger. Und weder habe ich Uta Tay noch Slim Ja gesehen. Keine der Wachen hat irgendwen aus der Stadt kommen sehen. Wo sind sie also hin? Ist jetzt die Frage, ob ich die weiter anlügen soll. Ich lüge sie mal nicht an. Meine Späher haben von Kampfgeräuschen an den Stränden berichtet. Wo sind sie? Sie sind tot. Ich habe sie aufgehalten. Gut. Es scheint, als hätte ich wohl kaum eine andere Wahl. Wenn es noch aufrührerische Elemente im grauen Morast gibt, dann muss ich mich wohl oder übel dafür aussprechen, dass der Stamm ins Exil geschickt wird. Warum? Der Stamm scheint hier in Frieden leben zu wollen. Jene, die andere Meinung waren, sind nun tot. Wenn ihr mir versichern könnt, dass man diesen Leuten vertrauen kann, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass sie hierbleiben dürfen. Aber falls ihr noch irgendwelche Zweifel habt, dann sprecht frei heraus. Das Dominion hat von diesen Leuten nichts zu befürchten. Dann ist das alles, was ich für meinen Bericht brauche. Meine Vorgesetzten werden zwar nicht glücklich sein, aber ich bin mir sicher, dass sie sich schon an die Vorstellung gewöhnen werden. Vielen Dank, dass ihr in dieser Angelegenheit so einen klaren Blick behalten habt. Ich hoffe, diese Barrikaden sind in einem Monat abgerissen. Jetzt fühle ich mich besser. wir haben eine gestärkte einhändige Keule erhalten aus dem Set Syrabans Griff, Mutterblitzansporn, so. Argonia des grauen Morastes. Solange dieser Stamm sich zum Dominion bekennt, werdet ihr in Gradwald stets ein Zuhause haben. Wenn wir dann dazugehören, werden wir Treue schwören.
oder, ja. Shatuna? Preist die Göttlichen. Hauptsache, wir dürfen bleiben. Ich bin erleichtert, dass ihr alle so erfreut seid. Bitte, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, werde ich sie so gut wie möglich beantworten. Es tut mir leid, aber er gerade so mit dem Daumen hoch. Ja, wir sind dabei. mit dem einen können wir nicht mehr reden, oder? Der ist gar nicht mehr hier, oder? Doch, Moment, war er das nicht? Keine Finger. Der Stamm wird im grauen Morast leben und gedeihen. Seid stolz, ihr habt unserem Volk Hoffnung gegeben. Okay, er schaltet, ihr wisst schon, was ich meine. Mich zumindest nicht dafür, dass ich nicht gelogen habe letzten Endes und die Wahrheit gesagt habe. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das mit dem Lügen eine gute Idee war, aber weil er das halt so gesagt hat, ne? Lügt sie an, nur dann kann unser Volk hier bleiben, habe ich jetzt echt ein schlechtes Gewissen bekommen und habe gedacht, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, können die nachher nicht hier bleiben. Aber es ist doch alles so gelaufen, wie ich es mir oft hatte und da bin ich auch sehr froh drüber. Ja, die nächste Quest wird dann auch wieder hier in der Nähe sein. Ich muss da mal schauen, wo ich dann als nächstes hingehe. Es wird auf jeden Fall immer noch unten im unteren Teil von Gradwald sein. Deswegen sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.